Vielen Dank. Da die FDP in diesem Tagesordnungspunkt einen Antrag drin hat, hat sich Herr Lenders das Recht erworben, für die FDP, nein, für die Freien Demokraten jetzt zu reden. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Erste, was mir aufgefallen ist bei dem Vergleich Frankfurter Kranz, ist das Logo des großen Frankfurter Bogen. Das erinnert nämlich auch so ein bisschen an einen Frankfurter Kranz. Ich hoffe nur, dass der große Frankfurter Bogen nicht genauso schwer verdaulich ist wie ein Frankfurter Kranz. Aber vielleicht kommen wir da noch zu. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt viel davon geredet, was bezahlbarer Wohnraum ist. Ich hätte mir seitens des Staatsministers, aber von Frau Barth auch mal gewünscht, mal klar zu sagen, was ist das denn nach unserem Empfinden? Was ist denn aus Ihrer Sicht bezahlbarer Wohnraum? Ich will das durchaus sagen. Das hat etwas damit zu tun, wie viel ich von meinem Einkommen aufwenden muss für meine Unterkunft, dafür, wie ich leben will. Und aus meiner Sicht sollten das 30% des Einkommens nicht überschreiten. Aber anzustreben wären rund ein Viertel des Einkommens. Wenn man das für das Wohnen ausgibt, dann hat man eben auch genügend Mittel zur Verfügung, so frei zu entscheiden, was ich mit den verbleibenden Mitteln mache, um dann auch zu sagen, wie ich wohnen will. Und genau das, meine Damen und Herren, das ist bei vielen Menschen heute in ganz Hessen, aber vor allen Dingen im Rhein-Main-Gebiet nicht mehr der Fall. Und, meine Damen und Herren, viele Menschen stehen dann vor der Alternative, raus aus dem Ballungsraum und hinein in überfüllte Bahnen, in überfüllte Busse. Sie stehen jeden Tag wieder vor der Entscheidung, gehe ich auf die Straße, bin ich Pendler, muss ich rein, raus in die Stadt. Da ist Lebensqualität, die dort verloren geht, meine Damen und Herren. Das ist etwas, was einem nicht leicht fällt, solch eine Entscheidung zu treffen. Aber weil eben das Wohnen im Ballungsraum zu teuer ist, nimmt man solche Wege in Kauf. Und deswegen ist es auch nicht nur eine Frage des Speckgürtels um Frankfurt, also nicht nur eine Frage des großen Frankfurter Bogens, wie er jetzt hier zitiert werden soll, sondern es ist eine Frage für ganz Hessen. Und, meine Damen und Herren, Herr Staatsminister Al-Wazir, Ihre Analyse ist ja richtig. Ihre Analyse, wieso das dazu hat kommen können, dass wir zu wenig Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet haben, ist ja richtig, der Blick von vor 10 Jahren. Aber ich hätte mir dann auch gewünscht, die Kollegin Barth hat es ein wenig gemacht, aber dass auch von Ihrer Seite, wenn wir hier eine Regierungserklärung bekommen, auch die Fragen, die wir zum Beispiel dann vor 10 Jahren vordergründig diskutiert haben, dass wir eine älter werdende Gesellschaft haben, dass wir neue Wohnformen brauchen, dass wir barrierefreies Wohnen brauchen, dass wir immer mehr Single-Haushalte bekommen, dass wir die dringenden Sanierungen, das Innenstadtentwicklung, Innenstadtklima, auch all das hätte bei der ersten Landesregierung, hätte ich mir gewünscht, dass Sie diese Fragen auch mit aufgreifen. Ich kann es natürlich verstehen, dass Sie das jetzt im Moment konzentrieren auf den knappen Wohnungsmarkt. Aber um die anderen Fragen kommen wir nicht drum herum. Und diese Fragen, gerade wie ich wohnen will, gerade die Frage auch einer älter werdenden Generation, hat auch einen direkten Zusammenhang mit dem knappen Angebot an Wohnungen zu tun. Es wird hier viel zu selten diskutiert. Menschen, die heute in einer Wohnung sind, und mag die Wohnung auch noch viel zu groß für sie geworden sein, ziehen aus dieser Wohnung nicht mehr aus. Die Fluchtration, meine Damen und Herren, ist fast komplett zum Erliegen gekommen, weil eins ist klar, ziehe ich um, wird das Wohnen teurer, und dem müssen wir etwas entgegensetzen. Das heißt also, die Probleme, die wir vor 10 Jahren diskutiert haben, sind heute durchaus auch ein Teil des Problems, was wir heute angehen wollen. Meine Damen und Herren, Herr Staatsminister, Sie sagen selbst, man kann den Mangel nicht verordnen oder wegverordnen. Aber genau das haben Sie heute wieder ausgeführt mit Ihren rechtlichen Einschätzungen. Sie verwalten den Mangel und vergessen Anreize fürs Bauen
zu schaffen. Davon war geprägt Ihre Regierungserklärung. Sie rühmen sich dafür, dass 2018, also doppelt so viel wie im Jahre 2010, 25.000 Wohnungen genehmigt worden sind. Aber dass die Zahl der Genehmigungen um rund 4% zurückgegangen ist, verschweigen Sie. Selbst im Speckgürtel von Frankfurt, also in Ihrem Bogen, geht die Zahl der Baugenehmigungen zurück, meine Damen und Herren. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Denn wenn wir uns einmal mit den Zahlen, die das IWU uns vorgegeben hat, das Institut für Wohnen und Umwelt aus Darmstadt, die uns gesagt haben, wir brauchen rund 37.000 Wohnungen jedes Jahr, alleine um den Bedarf zu decken. Und Fakt ist, dass wir in diesem Jahr oder im letzten Jahr nur rund 16.000 Wohnungen neu bauen und es gleichzeitig die Baugenehmigungen noch zurückgehen, meine Damen und Herren. Damit geht das Delta zwischen Angebot und Nachfrage immer weiter auseinander, und das hat sehr, sehr viel mit Ihren Politikansätzen zu tun. Kleiner Schwenker, was die Zahlen anbelangt. Gleichzeitig seit der Wiedervereinigung wurden die Bauvorschriften, die es so gibt, Land auf Land ab, von 5.000 auf 20.000 Bauvorschriften gesteigert. Das ist eine Vervierfachung dessen. Mit Bürokratieabbau hat das nun mal gerade überhaupt nichts zu tun. Herr Staatsminister, Sie haben Ihre Rede, wie es Ihre Art ist, sehr persönlich geführt. Sie haben sie sehr empathisch geführt. Ich werde mich nicht damit abfinden, wie der Wohnungsmarkt ist, haben Sie mehr oder weniger gesagt. Sie sagen, Sie wollen die Rechte der Mieter stärken, selbst Wohnungen bauen, Baulücken schließen und Bauland jetzt ausweisen. Dabei sind Sie aber dann die konkreten Antworten schuldig geblieben, wie Sie denn das angehen wollen. Ich gehe mal kurz darauf ein, also zumindest wo denn die neuen Ansätze sind für Sie als Bauminister. Sie sagen, wir setzen alle Hebel in Bewegung und wir haben eine Mängelhebel. Da kommen Sie als Erstes auf die Mietpreisbremse und auf die Kappungsgrenzenverordnung. Kollegin Barth hat darauf hingewiesen. Also aus Ihrem Fünf-Punkte-Plan kann man mal eins machen, kann man mal eins und zwei zusammenlegen und feststellen, das ist die sogenannte Mietpreisbremse. Land auf, Land ab wissen wir aber auch, diese Mietpreisbremse funktioniert nicht. Eine Idee der Sozialdemokraten aus dem Bundestag hat de facto keine Wirkung. Ihre eigene Aussage aus Ihrem Ministerium bei der Frage, wie oft ist denn diese Mietpreisbremse bisher angewendet worden, Antwort: keiner. Keiner der Mieter geht hin und klagt tatsächlich. Jetzt kann man natürlich hingehen und sie auch noch weiter verschärfen wollen. Es wird an der Situation nichts ändern, weil die Mieter einfach nur froh sind, wenn sie eine Wohnung bekommen, und die Vermieter, vor allen Dingen die privaten Vermieter, froh sind, wenn sie einen Mieter haben, der pünktlich seine Miete zahlt und möglichst lange in der Wohnung drin bleibt, damit Investitionen nicht nötig werden. An der Stelle muss ich auch ganz ehrlich sagen, es wundert mich dann schon, dass man auf das private Vermieter nicht ein Feindbild sind, also dass man das hier ausdrücklich erwähnen muss, meine Damen und Herren, das hat mich schon doch sehr gewundert. Das hat mich schon sehr gewundert. Den dritten Punkt, den Sie angesprochen haben, die angespannte Gebieten soll ja ein besonderer Kündigungsschutz jetzt von 5 auf 8 Jahre verlängert werden. Das wollen Sie in diesem Jahr noch machen. Damit greifen Sie wieder in das Eigentumsrecht ein. Und bisher hat diese Politik nicht dazu geführt, dass wir irgendwo einen größeren Anreiz für Investoren bekommen, zu bauen. Der vierte Punkt, den Sie sagen, das betrifft den Verkauf von Eigentumswohnungen. Herr Al-Wazir, das wollen Sie sozusagen jetzt unter einen Genehmigungsvorbehalt stellen. Ich will jetzt gar nicht etwas zum Eigentumsrecht großartig sagen. Aber, meine Damen und Herren,
Wir reden hier von Wohnungen, von Wohnungsbaugenossenschaften, die aus der Bindung herausgehen, aus der Förderung herausgehen. Und das sind meistens normale, ganz normale Mieter, von denen wir jetzt die ganze Zeit reden. Das ist der Polizeibeamte, das ist die Verkäuferin, die sich diese Wohnung dann jetzt selber kaufen wollen. Die können die dann ja dann machen, weil sie stehen ja dann unter Eigentum, unter Genehmigungsvorbehalt. Herr Boddenberg, das ist aber genau das Problem. Wenn Sie solch eine Maßnahme hier aufrufen und Sie immer nur unter Genehmigungsvorbehalt nach dem Motto, ja, für die ist es ja kein Problem, dass Sie diese Wohnungen dann kaufen können, dann ist dieses Instrument nichts anderes als Schaumschlägerei. Dann ist es eine reine Alibi-Funktion, um so hier zu suggerieren, dass diese Landesregierung irgendwo tätig werden wird. Meine Damen und Herren, damit schaffen Sie keine Planungssicherheit und auch keine Rechtssicherheit für die Mieterinnen und Mieter, die dort wohnen. Und meine Damen und Herren, es ist ja mal ein neuer Aspekt. Ein neuer Aspekt ist der qualifizierte Mietspiegel. Wundert mich, dass Sie das nicht erwähnt haben in Ihrer Rede. Es ist tatsächlich neu. Und wenn ich mir dann Transparenz grundsätzlich beim Mietspiegel ist ein richtiges Instrument, dass man sich wirklich darüber mal informieren kann, was kostet denn normalerweise so eine Wohnung? Übrigens auch für die Vermieter, damit die ungefähr wissen, wo geht denn die Reise hin? Aber meine Damen und Herren, es ist ja nicht so, dass die Landesregierung hier in dem fünften Punkt hineingeschrieben hätte, dass sie jetzt selber sich mal dafür einsetzen will, dass es einen qualifizierten Mietspiegel gibt, sondern sie setzt rein auf ein Förderprogramm. Ja, meine Damen und Herren, das ist dann genauso ein Papiertiger wie die anderen Punkte davor. Alles das, was Sie im Moment sagen, wo Sie den Hebel des Rechts anwenden wollen, ist es ein verdammt kleiner Hebel, der bisher null Wirkung hatte. Ich kann das ja verstehen. Sie haben als Grüne einen anderen Politikansatz als wir Freie Demokraten. Aber irgendwann, und das ist auch gut so, aber irgendwann muss man mal zur Kenntnis nehmen, dass Ihr Politikansatz dazu führt, dass wir stetig viel zu wenig Wohnungen bauen in Hessen und die Mieten ständig steigen. Vielleicht versuchen Sie es mal in anderen Ansätzen. Meine Damen und Herren, die Eigentumsförderung. Ach Gott, was haben wir hier Diskussionen geführt, weil die Freien Demokraten das Eigentum in die Förderrichtlinien hineingenommen haben. Was haben Sie uns hier vorgeworfen, dass wir hier eine ideologische Politik betreiben würden für den Häuslebauer? Ich habe das ja, das ist auch richtig. Danke, ich höre das immer wieder gerne, Herr Schalauske. Ich nehme das immer wieder gerne mit. Ist leider nur nicht ganz so richtig. Weil, wenn Sie schon mal damals dabei gewesen wären und sich vielleicht ein bisschen mit der Materie auskennen würden, wüssten Sie, dass es eine Rahmengesetzgebung ist. Und dass in dieser Rahmengesetzgebung die, die das umsetzen sollen, also sprich die WI-Bank, Fördermöglichkeiten hat der unterschiedlichsten Art und Weise. Unter anderem kann man damit auch das Eigentum fördern. Das, was jetzt hier der Staatsminister uns hat verkaufen wollen, als nach dem Motto, er würde jetzt auch mal an die kleinen Häuslebauer denken, spiegelt aber überhaupt nicht das wider, was die WI-Bank tatsächlich macht. Politisch gesehen wird hier Einfluss genommen, und ich sage das sehr deutlich, darauf, dass die meisten Fördermittel eben für ganz andere Dinge hinaus gegeben werden, aber eben nicht konzentriert auf die Eigentumsbildung. Das ist denen nie untersagt gewesen. Aber wenn Sie sich anschauen, was die WI-Bank denn jetzt tatsächlich fördert, fällt Ihnen auf, das Eigentum ist fast gänzlich daraus verschwunden, obwohl es immer möglich war, auch in der letzten Legislatur. Also die Frage nach dem Motto, wollte die FDP jetzt die Eigentumsförderung voranbringen oder nicht, oder die grüne Staatsministerin Hinz dann jetzt da, hat es dann umgekehrt. Meine Damen und Herren, das hat de facto überhaupt gar keine Auswirkungen gehabt. Nur in der tatsächlichen Förderpolitik, und die ist politisch motiviert, hat es dazu geführt, dass das Eigentum, die Eigentumsförderung fast zum Erliegen gekommen ist. Und das ist eine politische Vorgabe, und die hat mit dem Gesetz überhaupt nichts zu tun. Meine Damen und Herren, auch wir, übrigens, Herr Schalauske, wenn wir kurz zum Eigentum sagen dürfen, wir haben als Freie Demokraten haben uns zum Beispiel dafür stark gemacht, dass wir die Anteile an Genossenschaften auch förderfähig gemacht haben. Selbst das können Sie mit diesem Rahmengesetz machen. Meine Damen und Herren, dann heißt es dann immer, ja, am Geld ist noch nie gescheitert. Ja, das stimmt. Das hat noch nie, es ist noch nie am Geld gescheitert. Wir haben immer schon so viel Geld wie noch nie für die Förderung des Wohnungsbaus, des sozialen Wohnungsbaus, des Eigentums in Hessen gehabt.
Es waren immer Rekordergebnisse. Aber man stellt sich ja die Frage, warum scheitert denn kein Antrag am Geld? Ja, weil immer mehr Geld da ist, als Anträge gestellt werden. Da müssen Sie sich ja irgendwann mal fragen, ja, warum stellen die denn dann nicht mehr Anträge? Weil die Förderanträge dermaßen bürokratisch sind, dass sich jedes Unternehmen wirklich mit der Frage auseinandersetzt, will ich mich wirklich auf diesen Pfad begeben, diese Kolonnen an Papier ausfüllen und dann anschließend auch noch den Kontrolleur von der WI-Bank auch noch dahinterstehen haben, der mir im Zollstock auch Maß nimmt, ob denn diese Vorgaben auch alle eingehalten worden sind und in der letzten Zeit dann eben auch noch politische Ziele in diese Förderprogramme noch und nöcher dazugekommen sind. Ich habe es Ihnen eben gesagt, 5.000 Bauvorschriften, heute 20.000, wenn Sie dann auch eine Förderung haben wollen, da schnappen Sie über, da gehen Sie lieber an den freien Markt, dann kommen Sie billiger bei weg. Und spart übrigens Nerven und Zeit. Meine Damen und Herren, das ist es nie gewesen. Die Förderpolitik ist es nie gewesen, die da am Geld gescheitert hat. Das hat immer an bürokratischen Vorgaben gelegen. Und weil man am Ende als Investor diese Vorgaben auch gar nicht mehr erfüllen kann. Ich will mich jetzt gar nicht mehr dazu auslassen, Josefstadt, Ihr großer Frankfurter Bogen, Sie haben klargemacht, dass das diese Ideen eines großen Baugebietes nicht Ihre sind. Okay. Ich würde mir aber wünschen, dass Sie an dieser Stelle auch einmal sagen, dass wir heute über städtebauliche Wettbewerb, dass wir über Architektur und Baukultur wirklich so viel leisten können, dass wir den Menschen die Angst nehmen können, dass da irgendwo Trabantenstädte oder dergleichen entstehen würden. Das hätte ich mir von Ihnen an dieser Stelle auch einmal gewünscht. Herr Al-Wazir, mit Ihrem großen Frankfurter Bogen, Sie haben zwar den ländlichen Raum in Ihrer Rede erwähnt, aber das spiegelt natürlich das alles überhaupt nicht mehr wider, weil Sie natürlich dann auch sagen müssen, dass der ÖPNV, was das mit Ihrer Idee, dass die Züge heute schon rappelvoll sind, dass es eigentlich überhaupt nicht mehr machbar ist. Also Sie müssen die Infrastruktur gleichzeitig ausbauen, wenn Sie über diesen großen Frankfurter Bogen reden. Und trotzdem ist es so, meine Damen und Herren, wir haben es oft die Diskussion gehabt, ländlicher Raum, Zusammendenken mit dem Ballungsraum. Sie haben es in Ihrer Rede erwähnt, aber in Ihren Maßnahmen ist davon überhaupt nichts mehr zu sehen. Und es kommt zum Ausdruck in dem Begriff des großen Frankfurter Bogens. Das hat dann mit Fulda, das hat dann mit Bad Hersfeld, das hat dann, keine Ahnung, mit dem Kasseler Land überhaupt nichts mehr zu tun. Das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Meine Damen und Herren, wir fordern dahingehend, dass wir eine Kommission einsetzen, die sich tatsächlich da mal mit beschäftigt, wie wir die Baukosten in den Griff bekommen. Das wäre immer sehr konkret. Also, wenn man das Verteuern von Wohnen mal angehen will, dann ist es das Baugrundstück, das ist das eine. Das sind aber vor allen Dingen auch die Baukosten, die Entstehungskosten. Und deswegen kommen Sie an dieser Stelle mit Ihrem Bogen auch nicht weiter. Weil das Problem ist, umso weiter Sie weg sind von dem Rhein-Main-Gebiet, von dem Kern, von dem angespannten Wohnungsmarkt Frankfurt, dann haben Sie zwar nicht mehr die Mieten, die Sie erheben können, aber die Baukosten sind noch genau die gleichen. Es ist genauso teuer, in Gießen eine Wohnung zu bauen wie in Frankfurt Stadtmitte, nur dass Sie die Mieten nicht erreichen können. Und deswegen hilft uns im Moment so auch der ländliche Raum nicht. Es fehlt die Verkehrsinfrastruktur, die Anbindung, meine Damen und Herren. Aber wir müssen auch an die Baukosten ran. Und dann müssen wir an die Standards ran. Und deswegen wäre es gut, solch eine Kommission einzusetzen. Berlin hat es gemacht. Ich muss nur sagen, leider Gottes hatte die Große Koalition nicht die Kraft, die Erkenntnisse aus der Baukommission dann auch umzusetzen. Der gleiche Koalitionspartner. Man könnte auf die Idee kommen, woran es liegt. Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen ist es gelungen. Da gibt es eine Baukostensenkungskommission, und sie hat auch tatsächlich Ergebnisse geliefert. Ich finde, das könnten wir in Hessen uns gut zum Vorbild machen. Wir werden uns an der Stelle, Frau Barth, über die Frage des seriellen Bauen und wie das noch einen Beitrag leisten kann, noch Gelegenheit haben, zu unterhalten.
Ich hatte den Staatsminister in der HBO, in der Evaluierung, eigentlich so verstanden, dass er gesprächsbereit ist. Ich hoffe, dass diese Gesprächsbereitschaft auch weiterhin da ist. Wir wollen nur auch dann ein vernünftiges Gesetzgebungsverfahren dann mal reingehen, was das serielle Bauen anbelangt, um die Frage mal zu klären, wie können wir denn wirklich denn schneller vorankommen, wenn all das wirklich möglich ist, wir Grundstücke haben, das Geld zur Verfügung stellt, wenn wir eine Landesregierung haben, die bauen will, wie wir dann auch den Riemen auf den Motor werfen können, um wirklich voranzukommen, um die Mieten zu senken und mehr Wohnungen zu haben in Hessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Lenders. Für die CDU-Fraktion hat sich jetzt Herr Kasseckert zu Wort gemeldet. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wohnraumknappheit und steigende Mieten sind die beiden Problemkreise, um die sich die Diskussion heute Nachmittag dreht, um die sich die Regierungserklärung dreht. Und Herr Al-Wazir hat zu Recht darauf hingewiesen, wir führen diese Diskussion auf einem sehr hohen Niveau, denn wir führen diese Diskussion in einem Raum Frankfurt-Rhein-Main, Hessen, der zu den wirtschaftsstärksten Metropolen Europas gehört. Hier in unserer Region, in diesem Ballungsraum, in dem dieses Problem der Wohnungsknappheit und der steigenden Mieten am allergrößten ist, hier in dieser Region entstehen Vernetzungen, hier entsteht Konnektivität in andere Wirtschaftsräume, hier entsteht Wertschöpfung. Das führt auf der anderen Seite aber dazu, dass wir mit diesem starken Wachstum natürlich nicht nur hohen Wohlstand haben, sondern eben auch einen hohen Siedlungsdruck, eine hohe Belastung für die Verkehrsinfrastruktur. Und all diese Punkte in der gesamten Gemengelage führen dazu, dass wir, wie gesagt, dem Problem der Wohnungsknappheit und der steigenden Mieten eine große Aufmerksamkeit schenken müssen. Und die Nachfrage ist hier größer als das Angebot. Nicht nur im Bereich Wohnen und Mobilität drückt sich das aus, sondern auch in dem Bereich von Bildungsangeboten, auch in dem Bereich von Kinderbetreuungsangeboten. Das heißt, wir haben hier einen hohen Bedarf an politischer notwendiger Rahmensetzung. Sie wissen, ich war vor wenigen Jahren verantwortlich für den ersten regionalen Flächennutzungsplan im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main. Ich sage das deshalb, weil wir für den regionalen Flächennutzungsplan 2010 von einer Prognose ausgegangen sind, dass Frankfurt, die Stadt Frankfurt, heute bzw. im Jahr 2018 rund 615.000 Einwohner zählt. Das war die Annahme für den regionalen Flächennutzungsplan, für die Bereitstellung von Flächen, nicht nur in Frankfurt, sondern in dieser Ballungsraumregion, die in etwa sich abdeckt oder gleich groß ist mit dem Frankfurter Bogen, den wir heute hier vorgestellt haben. Und wir sind von 615.000 in Frankfurt ausgegangen, und Stand heute hat die Stadt 741.000 Einwohner. Das heißt, all unsere Prognosen, all unsere Planungen zum Zeitpunkt für den regionalen Flächennutzungsplan, ich komme darauf, Herr Lenders, all diese Prognosen sind schwierig, insbesondere dann, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. All diese Prognosen sind weit hinter dem geblieben, was tatsächlich die Entwicklung ist. Jetzt kann man sagen, wir haben schlecht geplant, aber das waren damals die Grundlagen, die wir hatten für die Entwicklung dieser Region. Ich glaube, das kann niemand bestreiten. Unbestritten aber ist, dass wir heute, wir sind in der Aufstellung des Regionalplans Südhessen und der anderen Regionalpläne in Hessen, auch des regionalen Flächennutzungsplans, nach 10 Jahren ist er zu erneuern, also mit dem Jahr 2020. Und wir gehen fest davon aus, dass wir diesmal keine schrumpfende Region haben, sondern eine weiter wachsende Region. Wir haben die ersten Zahlen im regionalen Entwicklungskonzept durch Albert Speer erhalten. Da geht die Region oder da geht die Planer davon aus, dass die Region rund 350.000 neue Wohnungen bis 2030 braucht. 350.000 Wohneinheiten. Das ist eine Zahl, die können wir uns nicht vorstellen. Ich bin im Übrigen auch der Meinung, dass das Wachstum auch an dieser Stelle überprüft werden muss, dass Wachstum an dieser Stelle eine Grenze hat. Denn wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass wir mit unseren Infrastrukturen, Verkehrsinfrastruktur, ob das Straße ist, ob das Schiene ist, eben nicht mitgewachsen sind. Wir haben bei dem Beginn des RMV
des Rhein-Main-Verkehrsverbundes seinerzeit über 515.000 Fahrgäste 1994. Der RMV zählt heute 750.000 Fahrgäste. In dieser Zeit ist kaum eine einzige Strecke an Infrastruktur dazugekommen. Der RMV geht davon aus, dass er in 2030 etwa 1 Milliarde Fahrgäste pro Jahr zählt. Das heißt, wenn wir über das Thema Wohnungsknappheit, über steigende Mieten reden, dann müssen wir auch über das Thema Infrastruktur reden, über das Thema Verkehr und müssen darüber nachdenken, wie wir es eben schneller machen können, auch die Infrastruktur zuzubauen. Wir sind schnell darin, über politische Entscheidungen, ich will es nicht kritisieren, weil ich glaube, dass es notwendig war und ist, über den Ausstieg von Kernenergie, über den Ausstieg von Kohle zu reden. Das geht relativ schnell, solche gravierenden Entscheidungen zu treffen. Aber wir brauchen Jahrzehnte, um eine schienengebundene S-Bahn-Strecke von Frankfurt nach Hanau oder den Riederwaldtunnel oder die Strecke von Frankfurt nach Mannheim zu bauen. Und auch, glaube ich, an dieser Stelle muss sich Politik ändern. Und deshalb, glaube ich, ist es richtig, dass wir heute in den Mittelpunkt dieser Regierungserklärung das Thema Wohnen mit all seinen Facetten gestellt haben. Das starke Wirtschaftswachstum, die Menschen werden älter. Auch das führt dazu, Herr Lenders hat es, glaube ich, mit angesprochen, die Menschen werden älter, sie bleiben länger mobil, sie bleiben länger in ihren Wohnungen. Sie suchen aus dem ländlichen Raum, aber eben auch den Ballungsraum, weil sie dort die Nahversorgung haben, weil sie dort die medizinische Versorgung haben, weil sie dort eine bessere Mobilitätspalette nutzen können. Und all das, diese ganzen Faktoren sind zusätzlich eben Druck auf den Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main. Und was die Reaktion an dieser Stelle sein muss, und da will ich liebe Kollegin und sehr geschätzte Kollegin Frau Barth sagen, ich habe sehr aufmerksam Ihnen zugehört. Und wenn ich Ihre Maßnahmen, die Vorstellungen der SPD höre, dieses Problem zu lösen, dann bleibt in Ihrer Rede eigentlich nur der Mietendeckel und die Wohnraumzweckentfremdung. Also Ihre ganzen Beschimpfungen und das Lamento und die Kritik mal abgezogen, bleiben unterm Strich eine zusätzliche Wohnungsaktivierungsquote von 500 Wohnungen pro Jahr. Liebe Frau Barth, wir sind wahrscheinlich beide einer Meinung, dass es völlig, völlig unzureichend ist, in dieser Größenordnung zu denken. Deshalb, es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt auch nicht nur diese eine Maßnahme, sondern es ist am Ende ein Mix von vielen Dingen. Und deshalb will ich ein paar Maßnahmen, die wir hier im Paket anbieten wollen, hier ansprechen. Zunächst einmal haben wir den Bedarf Ausweisung von Flächen. Ich glaube, das einzige Mittel, diese Wohnraumknappheit zu begegnen, ist der Neubau von Wohnungen. Alle Maßnahmen, regulatorische Maßnahmen, ich komme darauf zu sprechen, ob das der Mietendeckel ist, ob das Ihre Wohnraumzweckentfremdungsabgabe sind, das sind alles Maßnahmen, die keine einzige neue Wohnung generieren. Davon profitieren diejenigen, die in der Wohnung wohnen. Aber es sind keine Maßnahmen, die für diejenigen, die in Frankfurt arbeiten wollen, die Krankenschwester, den Polizisten, diejenigen, die hier für die Infrastrukturaufrechterhaltung sorgen, dass diejenigen eine neue Wohnung in Frankfurt bekommen. Dafür ist keine einzige Ihrer Maßnahmen geeignet. Und deshalb kann der einzige Weg nur sein, auf lange Sicht der Neubau von Wohnungen. Digitales Baukataster ist ein erster Schritt dahin. Herr Al-Wazir hat es gesagt, wir sind in der Aufstellung der Regionalpläne. Wir haben den Landesentwicklungsplan neu gefasst und haben in diesem Landesentwicklungsplan auch in der Verantwortung dessen, dass wir schonend mit den Flächenressourcen umgehen wollen, den Grundsatz innen vor außen noch einmal bekräftigt. Das heißt, die Kommunen müssen ihre Innenentwicklungspotenziale nutzen, und dafür müssen sie sie erst einmal kennen. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung in diesen Jahren des Regionalverbandes sagen, ich habe alle Kommunen bereist, ich habe mit allen gesprochen. Da gibt es Kommunen, die haben eine sehr klare Vorstellung, wo ihre Kommune in 10 Jahren stehen soll, wo ihre Entwicklungspotenziale sind. Und sie haben Kommunen, wo sie erschrocken sind, wenn sie rausgehen, zu sagen, das weiß die Führung der Stadt nicht einmal von hier bis um 12 Uhr, wo die Kommune sich hinentwickeln soll. So ist die Bandbreite dessen, und ich wage das auch, das geht über alle Parteigrenzen hinweg. Das ist egal, ob das Christdemokraten, Sozialdemokraten, ob das Freie, ob das wenige FDP-Bürgermeister sind. Es ist ganz egal, welcher politischen Couleur Sie angehören. Es ist am Ende entscheidend, ob es eine Einigung innerhalb einer Kommune gibt, ob es die Bereitschaft gibt, mit diesem Problem
sich auseinanderzusetzen. Und da ist die Bandbreite sehr groß. Was wir aber wissen müssen, sind, wo sind die Innenentwicklungspotenziale. Wir haben in den vergangenen Jahren wahnsinnig viel über Konversion lösen können. Wir haben gute Beispiele. Durch den Abzug der Amerikaner haben wir sehr, sehr viele Flächen zusätzlich auf den Markt bekommen. Im Übrigen ein Grund, wenn ich über das Thema regionaler Flächennutzungsplan rede. Wir haben damals 2.500 Hektar zur Verfügung gestellt für 10 Jahre, von 2010 bis 2020. Im Jahr 2018, 31.12.2018, sind davon nur rund 550 Hektar entwickelt. Also nur ein Bruchteil, ein Viertel, etwas mehr als ein Viertel davon ist tatsächlich entwickelt. Ein Grund dafür ist, es gibt verschiedene Hemmnisse. Die Hemmnisse müssen wir analysieren, wir müssen sie abbauen. Die Hemmnisse sind zum Beispiel Eigentumsfragen. Die Hemmnisse sind auch, dass heute die Umsetzung durch Anwohner, durch Anwohnerproteste immer schwierig wird. Wir haben hohe Auflagen, auch im Bereich des Naturschutzes. Und wir haben am Ende für die Kommunen auch durch übergeordnete Gesetzgebung des Bundes beispielsweise hohe Folgekosten, die am unterm Strich für die Kommune möglicherweise ein Baugebiet gar nicht mehr so attraktiv scheinen lassen. All diese Dinge müssen wir analysieren. Herr Al-Wazir hat es angesprochen. Und wir wollen im Rahmen des KFA beispielsweise hier darauf eingehen und Entlastungen für die Kommunen schaffen, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, Entlastungen für die Kommunen schaffen, die Wohnraum schaffen, die damit den Druck auf den Wohnungsmarkt hier im Ballungsraum nehmen und am Ende auch das Preisgefüge nach unten senken. Wir haben das Thema Vorschriften. Da haben wir viel und oft diskutiert. Vorschriften abbauen ist einer der wichtigen Dinge, um Baukosten zu senken und auf der anderen Seite, um Verfahren zu beschleunigen. Hier ist vorhin die Zahl genannt worden, dass sie rückläufig ist, was die Baugenehmigung betrifft. Auch da muss man ganz genauer hinschauen. Wir werden, und das haben wir deutlich gemacht, auch im Koalitionsvertrag erneut an die HBO gehen. Wir werden sie durchforsten. Wir werden offen sein für neue Vorschläge. Serielles Bauen haben wir intensiv beim letzten Mal diskutiert, haben uns noch nicht dafür entschieden. Aber das heißt nicht, dass man sich auch diesen Fragen neu stellen muss. Digitale Baugenehmigungen. Das hessische Vergabe- oder Tariftreue- und Vergabegesetz. Auch das ist ein Punkt, der Kommunen bei der Ausweisung von Bauland in der Vergabe von Ingenieurleistungen, in der Gabe von Planungsleistungen ich sag mal, hohe Bürokratie auferlegt. Auch hier werden wir neue Wege gehen und das Ganze vereinfachen. Wir haben das Thema Nachverdichtung. Wir wollen in dem Bereich der Nachverdichtung auch dort einfachere Wege schaffen. Ich warne nur davor, dass Nachverdichtung alleine das Problem nicht lösen wird. Denn bei der Nachverdichtung haben wir das Problem, dass wir in einem ohnehin schon, was die Infrastruktur, was die Freiräume, was den Verkehr betrifft, ohnehin schon stark vorbelasteten Raum am Ende dann noch zusätzlich Wohn- oder Mieter oder Eigentümer hereinschaffen. Das kann partiell richtig sein, das kann partiell einen Beitrag leisten, aber das löst unser Problem nicht in Gänze, weil, wie gesagt, die Infrastruktur ein, wie ich meine, limitierender Faktor ist. Und wir wollen Initiativen nutzen in Richtung der Bundespolitik, weil vieles eben auch auf Bundesebene entschieden wird. Baukostensenkungskommission ist ein Begriff, nicht nur durch den Antrag der FDP hier in die Diskussion geraten. Auch damit wollen wir uns auseinandersetzen und schauen, was kann man davon umsetzen. Das Ziel ist, dass wir schneller bauen lassen, dass wir schneller und günstiger bauen können. Und daran sollen wir uns am Ende auch messen können. Baulandoffensive ist ein weiterer Baustein, der in der vergangenen Legislaturperiode in Gang gesetzt wurde, der viele Flächen identifiziert hat. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Flächen, die identifiziert sind, eben auch in den Markt bringen. Auch hier, wenn wir neue Wege gehen, indem wir diese erste Hürde der Machbarkeit dargestellt haben und jetzt die Umsetzung mit dem Markt und in dem Markt versuchen, auch umsetzen zu lassen. Konversion in Hanau beispielsweise ist ein gutes Beispiel dafür, wo es schon auch gelungen ist. Der nächste Punkt ist eine attraktive Wohnbauförderung. Und da schließe ich ausdrücklich sowohl den sozialen Wohnungsbau mit ein, wie auch die Eigentumsförderung für den Privatverbraucher. Ich glaube, dass wir über das Thema sozialer Wohnungsbau ist vieles gesprochen worden, das muss man nicht weiter vertiefen. Die Förderprogramme, Sozialwohnungen haben wir. Wir haben viel Geld zur Verfügung. Wir stellen fest, dass die Mittel nicht in dem Maße abfließen, wie wir uns das vorstellen. Also muss man drangehen und eruieren, was sind die Gründe dafür. Man muss die Kriterien vereinfachen. Man muss die Bürokratie abbauen. Man muss letzten Endes auch Förderungen vornehmen, die am Ende nicht höher oder teurer
die Kosten entstehen lassen, wie sie am freien Markt sind. Beispielsweise haben wir in einer Sozialwohnung einen höheren Ausbaustandard als in einer frei finanzierten Wohnung. Mit welcher Begründung? Das sind Maßnahmen, die wir angehen müssen. Da muss es deutliche Entschlackungen geben. Da bin ich sicher, dass die Förderprogramme, die wir haben, die im Moment natürlich auch durch das niedrige Zinsniveau sicherlich nicht in dem Maße in Anspruch genommen wurden, aber dass wir diese Förderprogramme im Markt eben auch etablieren können. Verlängerung der Belegungsrechte ist eine Sofortmaßnahme, die wir ausdrücklich begrüßen, genauso wie den Ankauf von Belegungsrechten. Das ist eine Sofortmaßnahme, die nicht nur denjenigen, die in der Wohnung leben, eine Sicherheit gibt, sondern eben auch für neue zusätzliche Sozialwohnungen dient. Also auch hier eine Sofortmaßnahme und eine sofortige Entlastung, für die das Programm mit den rund 2,2 Milliarden € bis 2024 gut geeignet ist. Aber wie gesagt, auch die Eigentumsförderung wollen wir nicht vernachlässigen. Das heißt, zinsgünstige Förderprogramme ist das eine. Eigentum schützt vor Altersarmut. Von daher wollen wir an dieser Stelle eben auch einen Fokus legen, eventuell auch darüber nachdenken, ob Bürgschaftsprogramme für die Eigenkapitalergänzung eine Maßnahme sind, um auch hier in diesem Bereich noch mehr Aktivität anzukurbeln. Staatlicher Wohnungsbau, der nächste Baustein. Herr Al-Wazir hat es gesagt, die Nassauer Heimstätte, die Wohnungsbaugesellschaft des Landes, hat in der Vergangenheit schon mit der Eigenkapitalerhöhung, glaube ich, die wir parteiübergreifend auch mitgetragen haben oder zumindest mit großer breiter Mehrheit mitgetragen haben, eben einen Beitrag dazu leisten können, dass mehr Sozialwohnungen gebaut wurden. Nicht in dem Maße, wie wir uns das vorstellen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Wohnungen oder den Wohnungsbestand um 15.000 Wohnungen bis zum Ende dieser Legislaturperiode zu erhöhen. Ich bin davon überzeugt, dass uns dieses auch gelingt. Aber nicht nur staatliche Wohnungsbaugesellschaften, auch genossenschaftliches Wohnen, genossenschaftliches Bauen kann ein Weg dahin sein. Auch dafür werden wir die entsprechenden finanziellen Grundlagen fassen. Ich komme zum letzten Punkt. Sie sehen in der Reihung, dass wir natürlich unterschiedliche Schwerpunkte auch setzen in der Diskussion. Das sind die regulatorischen Maßnahmen. Ich sage aber auch ausdrücklich, auch wenn wir in der CDU naturgemäß zurückhaltend sind mit regulatorischen Maßnahmen, sage ich ausdrücklich, dass wir uns dazu bekennen, dass in der Phase, in der sich derzeit dieser Wohnungsmarkt befindet, auch regulatorische Maßnahmen temporär notwendig sein können, sein müssen und von uns mitgetragen werden. Das ist zum einen die Mietpreisbremse, eine temporäre Maßnahme, bis die Situation sich entspannt. Es ist keine Maßnahme, die wir auf lange Sicht und für immer wollen, sondern bis die Situation sich entspannt. Wir haben das Thema Umwandlungsverbot, also auch hier die Entscheidung auf die Kommunen vor Ort zu verlegen, weil dort natürlich auch die beste Kenntnis über diese Situation herrscht. Oder wir haben auch das Thema Mietspiegel, was ich glaube, auch wenn es über Förderprogramme geht, Mietspiegel ist eine sehr aufwendige Erstellung, die aber zur Transparenz führt und deshalb in der Diskussion einen wichtigen Beitrag leisten kann. Also auch hier wollen wir den Kommunen etwas an die Hand geben, um eben flächendeckend Mietspiegel erstellen zu können und damit mehr Transparenz in der Diskussion entstehen zu lassen. Wir lehnen ab den Mietendeckel, wir lehnen ab die Enteignung. All das schreckt Investoren ab. Es verzehrt im Grunde nach, wenn Sie über Enteignung reden, das, was in Berlin zum Beispiel diskutiert wird. Wenn Sie über Enteignung reden, dann werden Sie Milliarden an Kapital binden, das Sie notwendigerweise bräuchten, um an anderer Stelle zu investieren, nicht nur in die Unterhaltung, sondern auch in den Neubau. Von daher ist es ein gänzlich ungeeignetes Mittel, genauso wie wir den flächendeckenden Mietendeckel für ungeeignet halten. Er schreckt nicht nur Investoren ab, sondern letzten Endes schafft er auch eine Situation, mit der wir uns beschäftigen müssen. Er schafft nämlich auf lange Sicht ein Liquiditätsproblem für diejenigen, die den Mietendeckel vornehmen müssen. Wir werden uns sowohl in Frankfurt mit dieser Frage der ABG, die Frankfurter werden sich damit beschäftigen, wie wir auch mit unserer Nassauischen Heimstätte. Das sind temporäre Maßnahmen, die dürfen nicht dazu führen, dass die Gesellschaft am Ende in Schieflage kommt. Also Maßnahmen nur, bis sich die Situation insgesamt entspannt hat. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, dass wir mit dem bunten Blumenstrauß an Maßnahmen aufgezeigt haben, dass wir am Beginn dieser Reise stehen, eine Reise, die der Minister mit dem Frankfurter Bogen umfasst hat. Das schließt nicht aus, dass wir diese Maßnahmen auch auf andere Landesteile Hessens logischerweise anwenden. Aber ehrlicherweise ist der größte Druck in dieser Frage im Ballungsraum.
Es gibt nicht diese einzige Wahrheit, es gibt nicht diese einzige Antwort, sondern es ist ein Konglomerat von vielen Maßnahmen, die wir hier dargestellt haben. Ich freue mich auf diese Diskussion. Ich weiß, dass wir offen sind in diesem Prozess, dass wir eine klare Vorstellung haben, wo wir hingehen. Das ist die gute Grundlage, dass es auch gelingt. Und ich bin sicher, dass am Ende dieser Legislaturperiode deutlich mehr Wohnungen in Hessen entstanden sind, zu besseren Preisen und die Situation am Wohnungsmarkt wesentlich entlastet ist. Vielen Dank. Danke, Herr Kasseckert. Für die AfD-Fraktion erteile ich Herrn Schulz das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Am Wochenende hat mir ein ausländisches Ehepaar, welches hier in Hessen schon länger lebt, folgende Frage gestellt. Wann wird hier in Deutschland Endlichkeit, Gerechtigkeit geschaffen? Meine Antwort war natürlich gar nicht, solange Politiker an der Regierung sind, die keinen Lebenslauf neben der Politik haben. Natürlich wollte ich wissen, wo Sie Ungerechtigkeit erfahren haben. Darauf haben Sie mir erzählt, dass Sie von Landsleuten, ich zitiere, als Idioten bezeichnet wurden, weil Sie 6 Tage die Woche arbeiten, obwohl man hier in Deutschland vom Staat eine Wohnung bekommt und am Ende des Monats mindestens genauso viel Geld hat, wie als wenn man arbeiten würde. Das nicht arbeitende Ehepaar ist auf dem Papier getrennt oder geschieden. Jeder von denen hat eine eigene Sozialwohnung. Eine Wohnung bewohnen sie selbst, und die andere vermieten sie weiter für gutes Geld. Herr Minister, das ist kein Einzelfall. Vom Missbrauch von Sozialwohnungen und wie Sie ihn bekämpfen wollen, verlieren Sie kein Wort. Wie wollen Sie das dem Steuerzahler erklären? Schließlich finanziert der Steuerzahler den Bau dieser Wohnungen. Abgesehen davon verfolgen wir, die AfD-Fraktion, einen anderen Weg. Der soziale Wohnungsbau hört sich zwar gut an, ist aber alles andere als sozial. Es ist eine versteckte Subventionierung der großen Wohnbaugesellschaften. Sozial ist, wenn wir in Menschen investieren und nicht in Steine. Also weg von der Objektförderung und hin zur Subjektförderung. Wenn Menschen staatliche Hilfe für die Deckung ihrer Miete benötigen, so muss die Hilfe unbürokratisch und direkt erfolgen. Wir, die AfD-Fraktion, bitten daher die Landesregierung dringlich, nicht der Illusion des sozialen Wohnungsbaus zu verfallen und anstelle des Gießkannenprinzips eine individuelle Förderung in die Wege zu leiten. Herr Minister, Sie tun so, als ob das Bevölkerungswachstum so überraschend kam. Sie sind doch mitverantwortlich für die offenen Grenzen. Deutschland wächst jedes Jahr um eine Großstadt durch Flüchtlinge. Und wenn die GRÜNEN 100.000 neue Wohnungen fordern, dann reicht es gerade einmal für unsere Neubürger. Und die hier schon länger Lebenden gehen leer aus. Das ist kein Populismus, keine Hetze, sondern einfache Mathematik, die jeder Fünftklässler, wenn er am Freitag nicht die Schule schwänzt, beherrscht. Wenn Normalverdiener es schwierig haben, sich ein Eigenheim zu leisten, dann liegt es schlicht und einfach daran, dass die Steuern viel zu hoch sind.
Arbeiten muss sich wieder lohnen. Es muss mehr netto vom Brutto übrig bleiben. Wenn Sie sagen, dass wir einen Mangel an unbezahlbarem Wohnraum in den Ballungszentren haben, immer mehr Menschen Probleme haben, sich am Markt angemessen mit Wohnraum zu versorgen, und Sie stellen die Frage, ob hier der Markt versagt hat oder nicht, dann ist das Staatsversagen, meine Damen und Herren. Wenn man Hotspots fördert, dann ist es logisch, dass alle in die Hotspots wollen. Herr Minister, wollen Sie aus unseren Städten Sardinenbüchsen machen? Man muss den ländlichen Raum fördern. Das Wohnen auf dem ländlichen Raum außerhalb des Speckgürtels muss attraktiv werden. Dazu muss die Landesregierung in eine moderne Infrastruktur investieren. Sie wollen sich nicht mit den Mietexplosionen abfinden. Dabei ist Ihre Politik dafür verantwortlich. Sie wollen nicht zulassen, dass Wohnen die Gesellschaft spaltet. Die Gesellschaft wird beim Wohnen gespalten, wenn die Regierung neue Reihenhäuser für Flüchtlinge baut und für die eigenen Bürger nicht einmal Bauland ausweisen kann. Das ist Spaltung, meine Damen und Herren. Sie wollen mehr Bauland ausweisen. Fakt ist, dass Sie Bauland verhindern, z.B. die 400 Meter Abstand zu Hochspannungsleitungen. Kommen wir zu Ihren Hebeln. Ihr Hebel recht, verteuert und verlangsamt neuen Wohnraum. Die Mietpreisbremse erzeugt Mieterhöhung und verhindert Neubau. Ein altes Indianersprichwort sagt, wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steige ab. Leider möchten Sie nicht von diesem toten Pferd absteigen. Dabei ist der Verwesungsgeruch dieses toten Pferdes in Form von weiter steigenden Mieten und Verhinderung von Neubau unerträglich geworden. Die Mietpreisbremse war sogar eine Totgeburt. Das Einzige, was sie gebremst hat, war die Hoffnung auf eine vernünftige Wohnungspolitik. Ich möchte hier aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesjustizministeriums zitieren. Die Mietpreisbremse konnte die Explosion der Mieten in beliebten Wohngegenden nur leicht bremsen. Vielleicht freuen Sie sich über dieses leichte Bremsen, aber ich möchte Ihnen entgegnen, wenn man mit hoher Geschwindigkeit dem Abgrund entgegenrast, hilft kein leichtes Bremsen, sondern ein Richtungswechsel. Die Gesamtbelastung beim Wohnen zur Miete besteht aus der Summe von Miete und Nebenkosten. Und jetzt ratet mal, wo die Nebenkosten unter allen deutschen Landeshauptstädten am höchsten sind, liebe Linke und SPD, in West-Berlin. Ausgerechnet die Stadt, die eine Vorreiterrolle einnimmt bei Mietpreisbremse, Enteignung und Verstaatlichung. Danke an dieser Stelle an den Bund der Steuerzahler für diese erhellende Aufklärung. Kleinvermieter haben einen Marktanteil von 66% aller Mietwohnungen in Deutschland. Im Jahr 2018 steigen die Mieten der privaten Kleinvermieter weniger als die Mieten von öffentlichen Wohnungsgenossenschaften und von privaten Wohnungsunternehmen. Das belegen neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Und Sie, Herr Minister, wollen bewusst in Eigentumsrechte dieser Vermieter eingreifen und sagen, private Vermieter seien kein Feindbild für Sie. Ja, für wie blöd halten Sie die Vermieter eigentlich? Herr Minister, ich bin der Meinung, dass Sie sich widersprechen. Sie stimmen zu, dass man am sichersten vor Mieterhöhung ist, wenn man in den eigenen vier Wänden wohnt. Aber Sie fordern
eine Kündigungssperrfrist für Mietwohnungen, die in Eigentumswohnungen umgewandelt werden sollen. Es ist schön, wenn Sie Höchstbeiträge für die Hessendarlehen und die Hessenbaudarlehen erhöhen, nur werden Sie die kaum genutzt. Es scheitert ja schon daran, dass Familien kein Bauland erhalten, weil ausgewiesenes Bauland schnell unter den städtischen Wohnbaugesellschaften und Investoren aufgeteilt wird. Deswegen setzen wir uns für das Einheimischenmodell ein. Damit ermöglichen wir durch ein Punktesystem junge Familien, Einkommensschwachen in ihren vertrauten Umgebung ihr Haus zu bauen. Herr Minister, ist an Ihrer Idee Frankfurter Bogen wirklich etwas neu? Jeder hat bereits seit Langem diesen Wunsch von 30 Minuten, Zugminuten, um den Frankfurter Hauptbahnhof zu wohnen. Aber wie wollen Sie das denn technisch lösen? Die S-Bahn-Schienen sind ja jetzt bereits schon ausgelastet, vor allem die S6. Herr Minister, ich möchte Sie auch daran erinnern, dass Sie Minister für alle Bürger Hessens sind und nicht nur Minister für die Bürger in der Rhein-Main-Metropole. Zum Schluss noch ein paar Sätze zur Baukostensenkungskommission. Es ist wichtig, dass diese Kommission nicht ein neuer Stuhlkreis wird, bei dem nur analysiert, diskutiert, evaluiert und Verantwortung von Hessen nach Berlin und Brüssel geschoben wird. Dabei sollen alle Preistreiber beim Bau ergebnisoffen untersucht werden und Kosten-Nutzen-Analysen durchgeführt werden. Es muss geklärt werden, welche unnötigen Vorschriften und Vorgaben das Bauen so teuer machen. Dabei denken wir nicht nur an die energetische Sanierung, Dämmung und Baumaterialien, sondern auch an die Vorschriften für die nicht immer notwendige Barrierefreiheit der Wohnungen. Vielen Dank.